Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Ernährung, Training und Performance. Folge 7. Pavels persönliche Geschichte und wie er 80 Kilo abgenommen hat. In dieser Folge erfährst du, wie Pavel 80 Kilo verloren hat, welche Erfahrungen er dabei gemacht hat und mit welchen Problemen er zu kämpfen hatte. Ja, Julia, dann erzähl doch mal, was bei dir so Neues gibt. Ja, bei mir tut sich so einiges. Das neue Jahr geht schon ziemlich rasant los. Also ich plane jetzt einen neuen Workshop und diesmal in Kombination mit einer sehr lieben Freundin und Geschäftspartnerin auch. Und zwar sie hat eine Art CrossFit-Gym und wir werden jetzt kombiniert einen Workshop machen, Ernährung und Training und das irgendwie als Kombi-Sache anbieten da in Wien. Und daran arbeite ich jetzt gerade. Also das wird sicher interessant, weil die Sachen ja doch irgendwo zusammenkommen. Klingt echt sehr interessant. Also übernimmst du da so ein bisschen den Ernährungsteil und den sportlichen Teil? Genau, ich mache den Ernährungsteil und sie macht den sportlichen Teil, weil sie macht auch, also ihr gehört das Gym und sie ist auch praktisch professionelle Gewichtheberin. Also sie legen wirklich sehr viel Wert auf Form und auf ordentliche Ausführung und also richtiges und sicheres Training, was ich sehr positiv finde, weil das ist ja oft so eine Sache dann, dass dann die Übungen nicht richtig ausgeführt werden. Ja, das ist auch, glaube ich, das, was immer bemängelt wird von Leuten, die jetzt nicht so auf CrossFit stehen, die versuchen immer dann über die Schiene zu kommen, dass sie sagen, hier viele Wiederholungen, schlechte Bewegungsausführung auf Dauer führt das zu Problemen. Ja. Das ist immer so dieses Standardargument. Ne? Ja, aber das ist halt ein bisschen das Problem wie Paleo auch, dass halt ein Wort für eine ganze, wie soll ich sagen, einen ganzen Bereich Platzhalter ist und halt das Wort an sich ist ein bisschen in Verruf geraten oder bezeichnet einfach eine bestimmte Gruppe, die vielleicht nicht so gut trainiert haben, beziehungsweise wo nicht so viel Wert auf sicheres und akkurates Training gelegt wird und das macht halt dann ein schlechtes Licht auf alle anderen, die halt, ich sag's jetzt, wie CrossFit trainieren, aber im Wesentlichen, aber jetzt nicht, also nicht unter dem Markennamen CrossFit, ja, sondern, aber es ist vom Prinzip her so, ja. Also das steht bei mir an. Und was tut sich bei dir so? Ja, also ich habe das eine, was mich natürlich beschäftigt hat, also eigentlich mein ganzes Leben, ich wollte schon immer mal ein Buch veröffentlichen und ja, und das habe ich auch gemacht. Ich habe es dann hinbekommen, wirklich zum Ende letzten Jahres dann mein erstes Buch zu veröffentlichen als Kindle Edition zuallererst. Und da geht es auch zum einen um Ernährung, gesunder Lebensstil, aber vor allem auch ums Thema Gehirnpflege, nenne ich es mal. Und ja, und da habe ich wirklich mal meine Erkenntnisse der letzten Jahre niedergeschrieben, was es bedeutet, nicht nur schlank und fit zu werden, sondern auch, ich sag mal, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, weil ich glaube, viele werden das kennen, die eventuell vielleicht sogar mit ketogener Ernährung Erfahrung gemacht haben, dass man wirklich schon sich anders fühlt, als man das früher mal so hatte. Ja, auf jeden Fall, ich will gar nicht zu viel darauf rumreiten, also ich habe im Prinzip eine ganze Menge an eigenen Erfahrungen da mit reingebracht. Und das Buch ist, glaube ich, sehr interessant für im Prinzip für jeden. Und da gibt es wirklich Grundlagen zur gesunden Ernährung, viele Tipps und Tricks, wie man seinen IQ steigern kann, seine kognitiven Fähigkeiten steigern kann und alles mit vernünftigen Mitteln und keine Wunderpille oder sonstiges. Ja. Zum anderen, was mich auch beschäftigt hat, und das ist Meetup. Da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Und ich habe mal geschaut, gibt es denn irgendwie eine Meetup-Gruppe in der Münchner Region? Und nein, habe nichts gefunden. Also von daher muss ich mal schauen. Also entweder meldet sich vielleicht jemand von unseren Zuhörern und Zuschauern, der mir irgendwie eine Gruppe empfehlen kann hier in der Region, Süddeutschland. Oder eventuell starte ich einfach mal was. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Aber das wäre dann bei mir, wäre das dann, glaube ich, so eher die Art und Weise, nicht ich treffe mich in einem netten Café und sitze den ganzen Abend, sondern ich würde es dann eher auf die Schiene machen, ich suche mir einen richtig coolen Park hier in München aus und sage, dort treffen wir uns zu der Uhrzeit, egal bei welchem Wetter, und dann gehen wir einfach mal spazieren und setzen uns vielleicht irgendwo draußen mal hin oder was, ne? Und wenn man dann natürlich will, kann man immer noch irgendwo sich in ein nettes Café oder in irgendein Bistro reinsetzen. Das ist ja kein Problem. Ja, mal schauen, was sich da so tut in Zukunft. Ja, spannend. Dein Buch, gibt es das jetzt momentan, kann man das auf Amazon kaufen? Ja, genau, das ist jetzt momentan, ich habe es selber veröffentlicht und habe es jetzt erstmal komplett über Amazon, ich sag mal, als Vertriebskanal gewählt. Und ich will das natürlich in Zukunft weiter ausbauen. Aber wie du ja auch weißt, fängt man erstmal mit der Minimalvariante an und schafft sich im Prinzip die Basis, um seinen Traum zu erfüllen, um motiviert zu bleiben, und baut das dann weiterhin aus. Also es wird sicherlich dann auch in Zukunft eine gedruckte Ausgabe geben und so weiter. Ja, genau. Da gibt es ja auch eine gute Möglichkeit des Print-on-Demand. Ja, genau. Da bin ich auch dabei, mir das mal näher anzuschauen. Und da auch mal die ersten Erfahrungen zu sammeln. Weil es soll nicht bei dem einen Buch bleiben. Dieses, ich sag mal, Paleo-Gehirnpflegebuch ist die eine Facette. Aber die andere Facette, eigentlich mein Spezialthema, ist ja das Abnehmen mit einem gesunden Lebensstil. Und da wird sicherlich in Zukunft auch was zu erwarten sein. Ja, und da sind wir schon beim unserem Hauptthema für das heutige Podcast. Wir haben ja gesagt, wir möchten gerne ein bisschen mehr über uns und unsere Erfahrungen, unseren Weg erzählen, weil es vielleicht viele sich darin wiederfinden. Man sieht, wo die Probleme waren, welche Lösungen man vielleicht dafür gefunden hat oder womit man immer noch auch Probleme hat. Man ist ja nicht perfekt, deswegen. Und du wirst heute uns ein bisschen was erzählen über, im Wesentlichen darüber, wie du geschafft hast, abzunehmen, was die Herausforderungen waren, und ja, leg mal los. Ja, genau. Das ist natürlich, die Geschichte kann natürlich ellenlang erzählt werden, aber ich versuche so ein bisschen die wichtigsten Meilensteine herauszuarbeiten. Und was meiner Meinung nach aber wichtig ist zu verstehen, dass ich am besten anfange mit der Geschichte, wie ich zugenommen habe. Weil man ist schließlich nicht mit Übergewicht auf die Welt gekommen. Also zumindest früher war das nicht so. Mittlerweile gibt es das ja leider auch. Man ist nicht mit Übergewicht auf die Welt gekommen. Also bei mir war es im Prinzip so, dass ich mal 78 Kilo gewogen habe bei einer Körpergröße von 1,87 Meter. Und ja, im Prinzip war das so damals mein Normalgewicht. Und das war im Jahre 2002 so in etwa. 78 Kilo. Und jetzt schwenken wir mal weiter ins Jahr 2012. Und da waren es dann so, ich weiß es nicht mehr genau, weil ich hatte damals keine Waage, die das anzeigen konnte. Die habe ich mir erst ein bisschen später gekauft. Aber ich glaube, dass es so um die 160 Kilo waren, bei denen ich gelandet bin. Das heißt, ich habe, das war 2012. Das heißt, ich habe in 10 Jahren habe ich mich verdoppelt. Ja, und wie habe ich das gemacht? Also, zunehmen ist ja auch ein Thema. Ja, also ich denke, es hat, glaube ich, mehrere Aspekte gehabt. Das Zunehmen, zum einen im Leben hat sich einiges verändert. Also zwei große Meilensteine, die da waren, war einmal, ich bin nicht Raucher geworden. Ich habe vorher halt 10 Jahre geraucht. Und zum anderen ist halt auch meine Mutter verstorben an Krebs zu dem Zeitpunkt. Da haben wir auch 2 Jahre mit ihr zusammen gekämpft gegen die Krankheit und haben halt im Prinzip leider nicht gewonnen. Und dann ging das wirklich los, so ein bisschen, dass ich halt, das war mir damals vielleicht nicht bewusst, aber da ging es wirklich los, dass mein Gewicht von Jahr zu Jahr angestiegen ist. Und im Prinzip ist es ja von Jahr zu Jahr dann um die 8 bis 10 Kilo angestiegen. Und das habe ich erfolgreich geschafft mit wirklich konventionellem Essen aus dem Supermarkt, von Pizza, Pasta, viel tolles Bier, Süßigkeiten, also im Prinzip alles, was man so standardmäßig in seinen Einkaufswagen packt, und natürlich auch viel schlechte Fette und schlechtes Fleisch und so weiter. Aber würdest du sagen, dass du extra, extra ungesund gegessen hast oder eigentlich gefühlt normal, also jetzt... Also gefühlt war es normal, weil, und
Ich glaube, das liegt daran, was mir heute klar ist, ist, dass es halt einfach eine Sucht war, dieses Essen. Also gerade diese Art von Ernährung ist ja hochgradig industriell darauf eingestellt, süchtig zu machen, Glücksgefühle zu schaffen. Und ja, und bei mir war es halt dann wahrscheinlich so die Kompensation von dem, was vorher passiert ist. Im Prinzip, die Zigarette hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Dann der Tod der Mutter hat mich unglücklich gemacht. Ja, und im Prinzip, denke ich mal, war das dann so ein Kreis, wo ich dann mich im Essen wiedergefunden habe. Und die Lebensmittel sind ja auch nicht besser geworden in den letzten 13 Jahren, sondern eher in dem Sinne schlechter, dass sie noch mehr süchtig machen und noch ungesünder sind, aus meiner Sicht. Ja, und so habe ich es halt geschafft, erfolgreich mein Gewicht zu verdoppeln, bis ich dann 2012, das war im April, so eine Fernsehserie gesehen habe oder eine Fernsehsendung, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Und da wurde gezeigt, dass es also im Prinzip zwei Lebensmittelhaufen, so nenne ich es mal. Und der eine Lebensmittelhaufen, da war wirklich Brot, Pasta, Pizza, Fruchtsäfte, Cola, was alles so dazugehört drauf. Und der andere Berg war voll mit richtig schön gutem Fleisch, Fisch, Avocados, Gemüse, also echtes lebendiges Essen, sage ich mal. Und da wurde gesagt, ja, die linke Seite, also diese ganze kohlenhydratreiche oder pastareiche Geschichte da, macht dick. Und die rechte Seite, diese ganze tolle Fisch und Fleisch und diese ganze Frische, macht schlank. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber wo ich das gesehen habe, hat es bei mir so Klick gemacht, weil ich gedacht habe, hey, alles, was da gezeigt wurde, was schlank macht, das magst du doch eigentlich total gerne. Da stehst du doch total drauf. Nur, die haben da auch fettige Dinge gezeigt und so, aber das war doch, ist doch eigentlich nicht so das Richtige. Und also irgendwie kam ich so in Konflikt, so einen geistigen Konflikt, und da habe ich gedacht, hey, du hast dir zwar jetzt nicht mehr vorgenommen abzunehmen, weil irgendwie, wenn du bei 160 Kilo angelangt bist, ist es echt. Und du weißt nicht mehr, was du tun sollst. Also mit Bewegung hat nichts gebracht und so Diäten haben auch nichts gebracht. Aber ich dachte, da probierst du das mal einfach aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war damals, was ich gestartet habe, war im Prinzip Low Carb, High Fat. Und das war, oh, Bombe, muss man wirklich sagen. Also bombastisch. Kannst du dich dann noch erinnern, was das für eine Dokumentation war? Weil das ist ja relativ ungewöhnliche Empfehlungen, eben wie du sagst, weil sie eigentlich Low Carb, High Fat ist und genau dem konventionellen Ernährungsdogma ja widerspricht. Deswegen wäre spannend, was das, also das muss ja eine ganz außergewöhnliche Sendung gewesen Ja, sein, dass das mal. das werde ich immer wieder gefragt, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall so, dass das Sinn gemacht hat, was da gesagt wurde. Und weil ich zum ersten Mal was gehört habe, was irgendwie anders war und noch Sinn gemacht hat zugleich. Und weil da wurde natürlich auch gesagt, dass das eine natürliche Lebensmittel sind, das andere ist eher so dieses Industriefutter und hin und her und so. Ja, und ich habe gedacht, ich habe doch nichts zu verlieren. Und was ich dann gemacht habe, ist zum einen recherchiert im Internet, und dann kam man so langsam da auch in die Richtung von Leuten, die zum Beispiel Good Calories, Bad Calories geschrieben haben oder Why We Get Fat und so weiter, also die üblichen Verdächtigen. Und ja, und ich muss auch ehrlich sagen, wo ich an dem Tag, das war ein Samstag, wo ich die Sendung gesehen habe, da habe ich sofort angefangen, die ersten Dinge umzustellen. Und das Beste waren, also nach 2 Wochen waren über 20 Kilo weg. War klar, natürlich viel, ja, da war natürlich viel Wasser mit dabei und so, ist schon klar, aber das war und die Sache ist so, nach 2 Wochen habe ich mich dann richtig gut gefühlt, nur die ersten Tage natürlich mies. Und ich hätte mir am liebsten Urlaub genommen, weil ich nicht wusste, also dieser Carb-Kater, und das war wirklich übel. Also das war so, ich hatte auch so einen dumpfen Kopf, hatte ich mein ganzes Leben nicht wie da zu der Zeit. Aber es hat sich wirklich gelohnt, sich da durchzubeißen. Es war echt härter, als mit dem Rauchen aufzuhören. Nach 10 Jahren Raucherei war das echt härter. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn du dann auf der Waage ich habe dann irgendwann 2 Wochen später, habe ich mal halt dann die Waage gekauft und so, und dann diese Ergebnisse gesehen. Und das sind wirklich kiloweise, habe ich abgespeckt. Und die Klamotten nach 4 Wochen haben schon die ersten Klamotten, die waren schon zu groß und so. Und da habe ich gedacht, wow. Und dann meine Frau,
meine Frau, eigentlich haben wir damals gedacht, Normalgewicht, also sie hatte keine Gewichtsprobleme grundsätzlich, aber die hat einfach gedacht, ach komm, ich probiere es auch mal aus. Und Ja. selbst die hat auf die gesamte Zeit dann 13 Kilo noch abgenommen und so. Ja, ich muss sagen, es hat einfach so gut funktioniert, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Ja, und dann natürlich habe ich mich reingelesen und weitergelesen und weiter ausprobiert. Dann habe ich wirklich angefangen, sage ich mal, mir meine Ernährung zu ingenieursmäßig so zusammenzuschrauben und immer mehr an den Rädern gedreht und geguckt, wo geht noch mehr. Ja, und bin dann natürlich auch ganz schnell, nach ein paar Monaten dann bei Paleo gelandet. Weil Ja. am Anfang ging es natürlich darum, Kohlenhydrate zu reduzieren, diese, ich sag mal, schlechten Lebensmittel aus der Ernährung Genau. rauszunehmen, aber dann ging es auch immer mehr dazu, sich mehr Gesundheit reinzuholen, weil irgendwann habe ich halt auch gesehen, ja, das Gewicht ist das eine, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Dinge, zum Beispiel meiner Frau Allergien oder bei mir, ich hatte ja auch Sodbrennen und andere Probleme und die wollte ich auch angehen, ja, und dann sind wir ziemlich schnell bei Paleo gelandet und jetzt nicht bei Paleo als, sage ich mal, Kochdisziplin, wie es oft gemacht wird, sondern wirklich Paleo. Lebensstil ist so ein blöder Begriff, aber ich benutze ihn einfach mal. Paleo als Lebensstil. Das heißt, nicht nur auf nachhaltige Ernährung zu achten, sondern auch sein komplettes Leben umzukrempeln. Auf diese ganzen Chemie-Geschichten zu verzichten und Shampoos und hin und her. Also überall haben wir dran geschraubt und so. Dieses, ja, nennt es mal Toxic Environment, diese toxische Umgebung reduziert. Und meine Frau, ich weiß nicht, ihr ganzes Leben lang hatte sie, na sag mal, Allergien, ne? Alles weg, die Beschwerden und so, nichts mehr da, ja, genau. Bei mir, ich fühle mich super, also ich bin immer schlanker geworden, kein Sodbrennen mehr, diese ganze Entzündung, die ich auch immer im Körper hatte, nichts, alles weg. Und ja, und ich konnte halt nicht anders, als weiterzumachen. Und ich muss auch sagen, ich habe schon dann nach den ersten 4 Wochen habe ich dann schon mit Sport angefangen und das ging richtig gut. Also so im Prinzip so Übung mit dem eigenen Körpergewicht, das was man halt so kennt, das was man halt machen kann. Und ich sage mal, Kniebeugen sind immer drin, das geht immer und das ist super, hat super geholfen. Seilspringen habe ich ziemlich früh angefangen und so, ja. Ja, und um da jetzt mal ein bisschen was abzuschließen. Im Endeffekt sind es dann wirklich knapp 80 Kilo geworden, die ich abgenommen habe. Und jetzt habe ich immer so ein Gewicht. Also mein niedrigstes Gewicht war dann 76 Kilo. Aber ich habe dann irgendwann angefangen, okay, jetzt will ich auch mal wieder ein bisschen was aufbauen. Also mehr Muskulatur aufbauen und so. Jetzt wiege ich natürlich wieder ein bisschen mehr. Aber das heißt nicht, dass ich fetter bin, sondern im Prinzip mehr Muskulatur aufgebaut habe. Ne? Ja, Ja. Gewicht ist ja nur ein Marker, nur ein Faktor. Also es geht ja auch um die Körperzusammensetzung und da ist natürlich sinnvoll, dass man dann auch wieder zunimmt, aber das Richtige halt, genau. Ich habe mir halt immer so 10-Kilo-Etappen gesetzt und alle 10 Kilo mal ein bisschen gefeiert. Dann die Uhu war ganz wichtig, die unter 100 Marke. Da habe ich auch noch Fotos von, das war super. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich eine richtig schöne Kurve in Excel. Also ich habe wirklich immer alles mitgeschrieben, wie viel wiege ich, wie viel habe ich abgenommen und so. Und habe wirklich alles dokumentiert. Das mache ich jetzt nicht mehr so wie früher, aber das habe ich damals schon gemacht. Hat auch sehr viel Spaß gemacht und auch einem Motivation, mir hat es zumindest Motivation gegeben. Und ja, und genau, und halt auch Vorbilder im Internet gesucht, die mich motivieren, visualisiert. Also ich habe mir auch Fotos von früher immer angeschaut, wo ich noch schlank war, die mir Mut machen sollen und mich motivieren, dass ich wieder da ankomme. Ja, genau. Und ja, und jetzt sitze ich hier und rede mit dir über Ernährung, Sport, Fitness, Gehirnpflege und Co. Ja, also, weil das ist auch nicht zu unterschätzen, weil zum einen war natürlich dieser körperliche Aspekt, ich konnte endlich wieder Dinge tun, die ich schon jahrelang nicht machen konnte, zum anderen aber auch der geistige Aspekt. Also wenn man diese ganzen Blutzucker, Achterbahn nicht mehr hat, genau, und wenn man wirklich vernünftig optimiert, und das geht auch nicht über 30-Tage-Programme, sondern da muss man wirklich seinen Körper umkrempeln über viele, viele Monate, wirklich ge gesund pflegen, dass man wirklich dann auch auf einem geistig hohen Level am Ende Niveau landet. Also das ist unglaublich, wirklich. Und wenn man dann irgendwann so viel gewonnen hat, das will man nicht mehr verlieren. Also sowas wie Cheat Days gibt es bei mir auch nicht, dass ich sage, ich esse einmal die Woche wieder
schlechte Schrottsachen oder so, sondern Cheat Day ist für mich zum Beispiel, dass ich mir mal dann doch mal irgendwas backe, aber es kommt ganz selten vor. Oder Cheat Day ist für mich auch, dass ich dann wirklich mal mit den Kohlenhydraten mal wieder nach oben gehe, immer regelmäßig, aber dann natürlich aus gesunden Lebensmitteln, aus echten, lebendigen Lebensmitteln und nicht aus irgendwelcher Tiefkühlpizza, irgendwelchen Broten oder irgendeiner anderen komischen Kost, sondern wirklich, dann kommen halt die Bananen, die Süßkartoffeln und Co. mal auf den Tisch. Und das ist natürlich auch notwendig. Und gerade auch an Tagen, wo exzessiv Sport betrieben wird und so, macht das auch Sinn. Ne? Aber was keinen Sinn macht, ist, den ganzen Tag rumzusitzen, trotzdem sich mit Energie vollzustopfen, weil das macht meistens dick oder macht träge. Und was auch nicht Sinn macht, im Prinzip ist jeden Tag irgendwelche paleokonformen Sachen zu backen oder so. Ja. Weil das ist nicht so dieses ganzheitliche, würde ich mal sagen. Ne? Das stimmt, ja. Weil, wie du richtig gesagt hast, eben, ich glaube, ich finde diese 30-Tage-Programme sehr gut, also als Initialzündung, als zum Losstarten und so die ersten positiven Erlebnisse auch zu haben, um zu sehen, dass man sich auch anders fühlen kann, dass es auch anders sein kann, weil viele Leute kennen ja gar nichts anderes. Viele glauben ja, das ist ja normal, dass ich mich so fühle, und erst wenn es anders ist, fällt es einem auf, dass es eben nicht normal ist. Aber es hat ja auch nicht nur 30 Tage gedauert, dass man an dem Punkt angekommen ist. Dementsprechend ist das eben ein oft jahrelanger Prozess, wie ich glaube. Also die größte Herausforderung war wirklich in dieser modernen, zivilisierten Welt mit Personen um einen rum, die genau das Gegenteil von dem machen, was man selbst tut, im Prinzip trotzdem sich überzeugt von dem zu sein, was man macht, und trotzdem sein Ziel weiterverfolgen, auch wenn man hier und da manchmal aneckt und Leute das vielleicht nicht so ganz akzeptieren können und sich da auch ein bisschen drüber lustig machen. Und ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, dran zu bleiben. Das ist es. Und dann auch dran zu bleiben, weil im Prinzip schwimmt man ja gegen den Strom. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen halt, also man muss einfach, ich habe für mich dann erkannt, hey, du musst an dich selbst denken. Und das ist jetzt nicht negativer Egoismus, sondern das ist einfach gesunder Menschenverstand. Weil wenn man sich mal fragt, wohin hat mich das die letzten Jahre geführt, dass ich so gelebt und gegessen habe wie alle anderen? Wohin hat mich das geführt? Zu extrem Übergewicht und dass ich mich nicht mehr gut fühle. Wohin führt mich das, was ich jetzt gerade mache? Das führt mich dazu, dass ich mich wieder toll fühle und gesund werde und wieder Lebensfreude und Energie habe. Hey, da ist es ja wohl eine Kleinigkeit, dann zu sagen, puff, sollen die anderen halt ihr Ding machen und ich mache mein Ding. Ne? Weil, genau, aber das ist, glaube ich, und das ist auch das, was sehr schwierig ist, weil viele Leute, mit denen ich zu tun hatte, denen ich auch geholfen habe, die auch selber dann abgenommen haben, die haben im Prinzip irgendwann aufgegeben aufgrund ihrer Umgebung, weil sie den Druck einfach nicht mehr standgehalten haben. Und die Leute machen sich dann auch teilweise lustig, weil sie vielleicht eventuell auch ein bisschen neidisch sind, dass da jemand irgendwie Erfolge hat. Das war ja auch mit dem Rauchen, war es ja auch so. Meine ganzen Raucherfreunde, die konnten mich auch nicht mehr leiden, so richtig. Aha. Weil ich dann auf einmal nicht mehr die Zigarette halt hatte und die nicht mehr brauchte und so. Und deswegen kannte ich das schon so ein bisschen. Vielleicht war das ein Vorteil. Ja, aber das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und dann halt nicht mehr bei McDonald's stehen zu bleiben und sich den Burger reinzufahren, sondern selber zu Hause schnippeln, kochen, braten und essen. Ja. Ich meine, da hilft es sicherlich, wenn man zumindest das näheste Umfeld, also der Lebenspartner, Frau, Mann, auch mit dabei ist. Weil ich glaube, dann ist es wahnsinnig schwierig, wenn da auch von der nächsten Familie, mit der man zusammenlebt, da auch kein Verständnis kommt. Also es ist sicher irrsinnig schwer. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, aber im Prinzip würde es den, im Prinzip, also ich hätte das mir dann schon ein bisschen so aufgeteilt. Ich hätte dann zum Beispiel gesagt, hier, das hätte ich zu meiner Frau gesagt, dann kriegst du halt dann noch die Nudeln mit auf den Teller oder so und ich halt nicht. Ja. Aber ansonsten kannst du, glaube ich, haben hätte sie auch nichts dagegen gehabt, vielleicht ein bisschen mehr Gemüse zu essen und ein bisschen mehr gutes Fleisch, das schmeckt ja super und so.
dann hätte sie halt noch die Getreidenudeln drauf bekommen oder dann hätte sie halt ihr Brot noch geschmiert oder so. Also ich glaube, man kann, also das würde schon funktionieren, wahrscheinlich von der Ausführung, aber ich glaube, es geht nicht vom Mindset her, funktioniert es nicht. Ja. Weil der Partner, wenn man Pech hat, dann stichelt der einen auch und so. Ja, vor allem wenn es dann vielleicht eben über diese Ernährungssache hinausgeht, sondern man ja alle Aspekte dieser Idee und des Lifestyles, wie du eben gesagt hast, irgendwie integrieren möchte in sein Leben, weil du eben sagst, es ist einfach alles sehr viel Toxizität oder einfach große Belastungen und das hilft schon, wenn man da jemanden anderen hat, der auch ein bisschen so verrückt ist sozusagen. Und, das stimmt schon, ja. Da muss ich sagen, das ist einfach, habe ich Glück gehabt, ne? Und dass meine Frau gesagt hat, hey, ich probiere das auch aus. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, wenn man einen Partner hat, der zumindest neugierig ist, funktionieren wird es auf jeden Fall. Und dann, und das ist halt das Tolle, ich glaube, die Person wird dann nicht scheitern, die wird höchstens an sich selbst scheitern, aber nicht daran, dass sie sich nicht besser fühlt. Also ich denke, genau. Ja, genau. Genau. Ja. Das war so das Härteste und das mache ich ja bis heute mit. Das mache ich ja alles bis heute mit. Und, ja. Heutzutage denken die Leute ja immer noch, dass gute Fette ungesund sein. Ja, also bist immer noch damit konfrontiert mit Kritik oder mit lustig machen, obwohl man ja sieht, ich meine, diesen wahnsinnigen Gewichtsverlust, das müsste ja schon für sich sprechen eigentlich. Ja, aber das ist, ich meine dann, die Gründe dafür werden dann woanders gesucht. Die Leute, die mich vielleicht, die nicht genau wissen, was ich mache, da wird natürlich dann gesagt, der ist irgendwie magersüchtig, der hat sich vielleicht irgendwelche Magenoperationen machen lassen und so, das wird wahrscheinlich vermutet, weil wie soll es anders gehen? Und andere wiederum, die denken dann vielleicht, ja, der isst wahrscheinlich viel zu wenig oder so, quasi kalorische Restriktion oder so, ne? Genau. Weil denen ist halt nicht bewusst, dass ich nicht mehr so alle 2 Stunden essen muss. Und deswegen denken die dann, dass es irgendwie eine Diät auf Kalorienreduktion ist. Und dabei, ich muss dir sagen, ich esse 1 oder 2 große Mahlzeiten am Tag. Ja. Und das ist jetzt im Prinzip meine Art, wie oft ich esse und nicht mehr 10-mal oder so oder ständig eigentlich. Ja. Das ist halt, hat sich halt geändert. Und wenn man diese Blutzucker-Rollercoaster nicht mehr hat, dann muss man halt nicht mehr jede Stunde zum Snickers greifen. Aber das kennst du ja auch, oder? Ja, also das ist so spannend einfach, wie sich der eigene Körper verändert und auch das Hungergefühl und dass man einfach so lange ohne Essen auskommt. Aber das heißt jetzt nicht, dass man jetzt zu wenig isst, das ist nur anders aufgeteilt. Und natürlich dadurch, dass man mehr Fett dabei hat, hat man ja auch mehr Kalorien und damit kommt man auf den Tag hinaus ja auch besser zurecht. Also finde ich total auch sehr spannend. Eine kurze Sache noch, was vielleicht interessant ist, wie lebe ich heute oder was mache ich heute? Jetzt rein, wenn man die Ernährung betrachtet, ist es bei mir so, dass ich also wirklich zu 100% Paleo fahre und nicht 80% der Zeit, also wirklich 100% Paleo. Zum anderen auch kombiniert mit Intermittent Fasting und die Kombination auch wirklich Low Carb und manchmal natürlich Carbs erhöhen, weil es ist ja nicht so, Carbs sind nicht schlecht und Carbs sind auch notwendig für viele Prozesse im Körper. Aber grundsätzlich bin ich dann wirklich Paleo, Low Carb in Kombination mit Intermittent Fasting unterwegs. Ich habe jetzt erst ein sehr interessantes Interview mit der Terry Walls gehört, also die an MS erkrankt war und ja durch Ernährungsumstellung und anderen Sachen auch noch, aber auch durch Ernährungsumstellung ja da das sehr positiv beeinflussen hat können. Und sie hat eben dieses Thema mit den Carbs auch angesprochen. Und was ich dazu sagen möchte, ist einfach, ich glaube, dass im Kopf von vielen Leuten ist einfach nicht klar, dass ja Gemüse sind ja auch Carbs, ja, und dass ich kann mehr Kohlenhydrate essen, aber es sollte vielleicht einfach in Form, dass ich noch mehr Gemüse esse und noch mehr Nährstoffe mit reinzubringen, weil eigentlich, und das sagt sie halt, sie versteht halt nicht, dass wenn ich halt so Sachen wie Kartoffeln nehme oder Reis, es ist halt nicht sonderlich viel Nährstoff dran,
Ja, und anstelle dessen, wenn ich schon die Carbs unbedingt in dieser Form oder größere Mengen zu mir nehme, wäre es besser, das in Form von sehr viel, einfach noch mehr Gemüse und Beeren und vielleicht auch rote Beete und in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, da kann man auch sehr, sehr stark differenzieren und seine Nährstoffdichte einfach da massiv erhöhen. Ja, genau. Wenn man es gesund machen will. Weil ich kann auch nicht, wenn man um jeden Preis zum Beispiel sagt, man will Ziele erreichen wie extrem Muskelaufbau und Bodybuilding, sonst was, dann ist eventuell vielleicht sogar für die Person dann notwendig, dass sie sich flüssige Carbs reinfahren und Proteinshakes etc. und das quasi den Körper beladen in kurzer Zeit ich sag mal, mit leeren Kalorien. Aber wenn man nachhaltig gesund sein will und mehr Kohlenhydrate, dann ist definitiv so, wie du das sagst. Und ich habe, Gemüse war vom ersten Tag an ein Riesenanteil in meiner Ernährung, weil mir war dann von Anfang an, ich habe das auch ziemlich früh gelesen, klar, dass ich damit die Kohlenhydrate kriege auf gesunde Art und Weise, plus Mikronährstoffe, plus Ballaststoffe, also die Darmbakterien, die freuen sich eventuell drüber. Das war mir von Anfang an klar und auch wirklich alle Farben von grün bis rot, alles durch. Und vor allem war mir auch klar, dass es eine Bremse ist, eine Blutzuckerbremse. Das heißt, wenn ich esse zwar keine Kartoffeln, aber wenn ich es machen würde, dann würde ich die immer mit Kombination mit Gemüse und Co. essen. Schon allein aus dem Grund, weil dadurch der Blutzuckerspiegel nicht so hoch ansteigt, weil das alles natürlich ein bisschen gebremst wird und durch die Ballaststoffe. Also da gibt es halt viel mehr zu verstoffwechseln und im Magen kommt das ganz anders an und reagiert ganz anders auf den Körper, als wenn man sich das Stupide einfach so reinhaut oder als Shake oder als Saft oder irgendwas reinhaut. Das ist eine ganz andere Sache. Deswegen, viele übertreiben es auch und sagen, ja, ist ja Paleo, ich mix mir da einen Saft, hau dann noch die Ballaststoffe raus und den ziehe ich mir morgens rein, so einen halben Liter. Das kann's nicht sein. Also das bringt einen, ich weiß nicht wohin, auf jeden Fall nicht dahin, wo man mit Paleo hin will oder überhaupt mit nachhaltiger, gesunder Ernährung hin. Ja, deshalb wird halt das Grundprinzip, das Prinzip nicht verstanden. Halt, weil das ist natürlich dann genauso problematisch, wenn man sich das, weil es ja praktisch wieder, also refined, also wieder eine sehr stark verarbeitet im Wesentlichen ist. Ja. Wenn ich das entsaft zum Beispiel oder so. Da ist ja noch besser, man gibt es in einen Blender, wo wenigstens die Ballaststoffe dabei sind. Aber dann wird es halt auch oft mit süßem Obst wieder übertrieben. Ja? Also. Und da gibt's ja auch genug Studien zu, dass diese Sachen den Blutzuckerspiegel, also den Blutzucker ausbremsen so ein bisschen und so auch positiv dann beeinflussen. Da habe ich auch jetzt letztens was gelesen darüber, dass Heidelbeeren, wenn man die, da haben Leute irgendwie Glukoselösung oder irgendwas getrunken, ich weiß nicht mehr genau, der Orangensäfte, haben dazu Heidelbeeren gegessen. Und das ist ganz anders im Blutzucker, hat sich das ausgewirkt als ohne die Heidelbeeren und. Und es war ein Unterschied, ob die Heidelbeeren als Whole Food, als Ganzes gegessen wurden oder ob sie da auch mit reingemixt wurden, ob sie mit Schale, ohne Schale und so weiter. Ich will damit einfach nur sagen, so Dinge, die zeigen einmal einfach, dass solche Kleinigkeiten einen großen positiven oder einen großen negativen Einfluss darauf haben können, in welche Richtung sich der Körper und die Gesundheit entwickelt. Ja. Na, das ist ja, es ist einfach eben, man sieht eh, man könnte eigentlich endlos drüber reden und es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir auf unsere Geschichte eingehen oder auf deinen Weg, weil es gibt ja so verschiedene Aspekte einfach, die zu beachten sind. Das eine ist das mit der Ernährung und das Abnehmen ist ja nur ein kleiner Bereich praktisch. Für Gesundheit. Ja, das ist halt ein Aspekt, aber wir haben Bewegung, wir haben Stress und da werden wir sicher noch öfters drüber reden, Da kommt welche Wege einiges wir auf da den, gefunden haben. ja. Da kommt einiges auf den Zuhörer und Zuschauer zu. Also viele interessante und spannende Themen. Wir haben beide eine ganze Menge zu bieten an interessanten Dingen, die auch weit über Ernährung und Sport hinausgehen, wie du sagst. Ja, genau. Im Prinzip, ja, Lifestyle ist immer dieser Modebegriff, ne, dafür. Lifestyle and more. Gut. Ja. Was Genau.
Was hat dich denn so bewegt eigentlich in letzter Zeit? Ja, was mich beschäftigt hat oder was ich interessant gefunden habe, ist, dass jetzt wieder mal so eine die Rotes Fleisch ist böse Studie herausgekommen ist. Und also ich wollte jetzt gar nicht so ins Detail drauf eingehen, weil am Montag kommt ein Blogpost dazu heraus, wo man ein bisschen wirklich die Studie uns im Detail angeschaut haben, da mein Mann und ich, und da auf einige vor allem methodische Problematiken eingehen. Und das wird sich also wieder, also ist auf jeden Fall spannend zum Lesen. Und aber das ist halt interessant, dass so alle Jahre wieder praktisch wie ein Feiertag kommt eine Studie heraus, die sagt, rotes Fleisch ist schlecht. Und irgendwie hat dich irgendwas besonders bewegt die Woche oder inspiriert? Ja, also ich war extrem erstaunt, weil in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich ist die Szene mal leicht zurückhaltend. Aber es kam jetzt wirklich die letzten Tage was Positives. Also ein Leser meines Blogs, der hat mich angeschrieben über Supermarketinfo, über meinen Facebook-Channel und hat mir ein paar Fragen gestellt, so im Prinzip, wie ich dies gemacht habe, wie ich jenes gemacht habe. Ja, und da habe ich ihm dementsprechend auch geantwortet. Dann hat er sich dann auch geoutet, dass er noch auf dem Weg ist abzunehmen, aber er hat schon, hat er gesagt, in den letzten 4 Monaten 26 Kilogramm abgenommen und wiegt jetzt noch 123 Kilo und will auch auf 80 Kilo runter. Und da habe ich mir gedacht, ey, super, 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 weil die Kommentare sind natürlich rar, kaum jemand schreibt da was. Ich mache auch diese Abnehmen-Serie und so auf meinem Blog, aber es gibt dann wirklich Leute, die sich das zu Herzen nehmen, was ich schreibe und Erfolge damit feiern. Und das finde ich super. Und am liebsten würde er mich auch mal persönlich treffen. Und deswegen habe ich auch gesagt, Meetup oder so vielleicht mal organisieren. Aber der kommt jetzt nicht aus dem Münchner Raum, sondern eher aus dem Stuttgarter Raum. Jedenfalls finde ich es echt dann schön, dass man, wenn man diese Dinge nicht in seinem Kopf behält und nicht nur für sich im stillen Kämmerlein, sondern wenn man wie du und ich und viele andere sagt, ich bringe mein Wissen nach draußen, ich stelle es ins Internet, dass man dann wirklich Leuten einfach helfen kann. Und das finde ich super. Und ja, und ich habe ihm gesagt, er soll mal einen Gastbeitrag schreiben. Da hat er gesagt, will er noch nicht, das macht er erst, wenn er seine 80 Kilo erreicht hat. Okay. Aber das sind ja wirklich die Geschichten oder die Dinge, die einem wieder so Auftrieb geben, finde ich. Weil man sieht, dass man nicht für nichts schreibt, sondern dass man sogar Leuten hilft oder Leute beeinflusst und Leuten hilft, einfach gesünder zu werden oder irgendwas Positives in ihrem Leben zu verändern. Das ist das Schöne dran. Ja, finde Genau. ich auch, finde ich auch. Deswegen, wir machen weiter, wir geben nicht auf, ne? Genau. Damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende Ja, für hat sehr viel fürs Spaß heutige gemacht. Podcast. Ich auch, ja. Bis dann. Ciao. Ciao.